So, Stimmung ist gut. Die Fans stehen in Bamberg, so wie man das halt macht, bis zum ersten Korb der Heimmannschaft. Und los geht's. Ja. Wieder geht der Ball auf Jebo, ja. Und der macht ihn mit dem Foul gegen Peterka. Insgesamt, das werden wir sehen, da geht viel bei den Chemnitzern über. Key sein für die Braunschweiger, das zu unterbinden. Wieder Jebo im Post-up. Mit dem nächsten End-One. Kevin Jebo, extrem starker Start hier ins Spiel. Eingefleischte Fans erinnern sich, von 2017 bis 2019 hatte er das Trikot der Löwen an. Jetzt schönes Anspiel hier auf Kevin Jebo und der mit dem Statement aller Jugenddank. Findet Zilka, der sieht den Extrapass auf Peterka, schön gespielt. Rodrigo Pastore auf Seiten der Chemnitzer, eine Auszeit. Das sieht schön aus, ist aber in diesem Fall nicht erfolgreich. Stattdessen Uduak mit dem schnellen Dreier. Der passt. Ja. Von Beck findet Lansdowne. Money aus der Ecke. Ah, schwieriger Wurf. Gut verteidigt von Ferdi Zilka. Hier mit dem nächsten Ding und der ist drin. Wollen wir natürlich dieses spannende Spiel zu Ende bringen und zu Ende genießen. Denn hier ist noch längst nichts entschieden zwischen den Löwen Braunschweig und den Niners Chemnitz. Wir starten rein mit einer wilden Sequenz. Keen sieht da eine Lücke, ja. Miscommunication in der Defense. Also. Keine Umschaltaufforderung, aber wer Second Screen hat oder nach diesem Spiel nicht weiß, wohin mit sich. So ein bisschen wie er will hier gerade und das gilt es natürlich zu unterbinden, auch durch Aggressivität in der Defense auf Seiten der Löwen. Vielleicht können sie jetzt aber antworten über Martin Peterka und es gelingt. So, und Crockett, der hat jetzt das Mismatch gegen Richter, ja, und das ist das, was wir eben auch schon hatten. Nein, Jai findet ihn nicht. Ah, ganz offen Crockett, extra Pass, Zilka. Und Nico Tischler, um den war es mal ruhig geworden für ein paar Minuten, aber Tischler erst mit dem Auge und dann, als wenn er nicht das maximale Vertrauen hätte, fliegt er hier ein. Kluges Foul. Comeback versucht. Er findet Lansdowne in der Ecke. Oh, und das ist ein dickes Ding. Hier auf 4 Punkte Führung und dann wird das schon ganz, ganz schwer für die Löwen. Man hört hier schon leise die Chemnitz-Fans, die mitgereisten Auswärtssieg skandieren. Ein bisschen recht möchte ich. Mittelschweres Basketballwunder. TJ Crockett noch einmal. Einer für Scoreboard, der fällt nicht. Und die Siegesserie der Braunschweig-Löwen reißt am dritten Spieltag.